Heute zeige ich dir, wie wir hier ein Klavier mikrofonieren. Hallo, ich bin Martin und ich weiß nicht, ob das viele von euch interessiert, aber ich bin hier im Tonstudio B und wir mikrofonieren oder haben ein Klavier mikrofoniert. Das siehst du schon hinter mir stehen, weil heute nimmt ein Singer-Songwriter hier bei uns auf. Und die Aufgabenstellung ist, dass wir dass er an dem Klavier sitzen kann und selber auch dazu einsingt. Thomas aus dem Tonstudio hier hat gestern mit ihm die Sache mikrofoniert und wird euch gleich erklären, warum er das so mikrofoniert hat, wie er es mikrofoniert hat. Wir machen dann eine kurze Aufnahme und ich zeige euch, wie die einzelnen Mikrofone hier im Zusammenhang klingen. Viel Spaß! Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Banse aus dem Studio B in Stuttgart und ich zeige euch heute mal, wie man ein Klavier abmikrofoniert. Ich habe dazu zwei Großmembranmikrofone gewählt, die ihr hier seht. Und zwar das linke zeigt auf den Bassbereich, hier auf die Seiten, und das rechte auf den Diskantbereich, also mehr den Höhenbereich. Ich habe die Mikrofonierung sehr nah gewählt, weil ich wollte einen sehr direkten Sound. Möchte ich jetzt zum Beispiel Klassik aufnehmen, würde ich weiter weggehen oder einen mehr räumlichen Sound, dann würde ich die Mikrofone nach hinten positionieren. Aber ich möchte hier die Hämmer und ich möchte es einfach sehr direkt haben. Ja, und dann haben wir noch zwei weitere Mikrofone, die habe ich hier unten positioniert. Das sind zwei Bändchenmikrofone, die einen weichen, warmen, seidigen Sound haben. Da möchte ich einfach nur ein bisschen die Resonanz und die Wärme von dem Klavier ein bisschen einfangen. Aber meine Hauptmikros sind die beiden oben. Dann haben wir noch ein Gesangsmikro. Das ist in dieser Situation besonders. Das heißt, das soll natürlich auch nicht zu viel einfangen von den anderen Mikrofonen. Deswegen habe ich hier ein dynamisches Mikro genommen, was sehr direkt besungen werden kann. Ja, und dann habe ich nicht zu viel vom Klavier drauf. Möchte es ja halt beim Mix nicht zu sehr Übersprechungen haben. Wir sind jetzt im Projekt. Wir haben eine Probeaufnahme gemacht und ich zeige dir jetzt zunächst mal die Spuren, wie die klingen, wie die einzelnen Mikrofone klingen. Und dann machen wir noch einen interessanten Vergleich. Und zwar vergleichen wir dieses im Studio aufgenommene Piano mit einem Piano, dem Upright Piano von Easy Keys. Und wollen mal schauen, ob dieses gesampelte Piano an unser custom-made aufgenommenes Piano sozusagen rankommt. Aber wie gesagt, jetzt zuerst mal die Spuren. Du siehst also hier die Mikrofone, die Thomas euch gezeigt hat. Wir haben hier dieses Bassmikrofon, das links im Klavier ist, von Klavierspielersicht aus. Dann haben wir das Mikrofon im Diskantbereich, also im Höhenbereich rechts, und die zwei Bändchenmikrofone unten. Hören wir einfach mal rein in den Gesamtmix und dann spiele ich mal ein bisschen so rum, dass du die einzelnen Mikrofone hören kannst. Ich finde, das ist sehr luxuriös, so zu arbeiten. Ich finde jetzt diese Mikrofone, die Bändchenmikrofone, die unten waren, gar nicht so unbedingt wichtig. Du kannst noch ein bisschen mehr Wärme, ein bisschen mehr Schub von unten geben. So wie ich es jetzt gemischt habe, ich habe die einfach ein bisschen leiser dazu gemischt und dann ist es in Ordnung. Und es klingt wirklich fantastisch, dieses Piano ist wirklich fantastisch aufgenommen. Und besonders hier, wo er diese kleine Figur oben spielt, hörst du deutlich, wie natürlich das klingt, wenn du, naja, so mechanische Geräusche aus dem Klangkörper des Klaviers hörst und wie du auch die Hämmer schön anschlagen hörst. Hören wir nochmal an die Stelle hier rein, das war irgendwo da. Also das ist wirklich sehr, sehr genau und sehr, sehr sauber aufgenommen. Also du hast eine sehr, sehr, sehr intime Klavieraufnahme. Das ist richtig cool. Und jetzt machen wir mal den Test und vergleichen das mit dem Upright Piano von Easy Keys. Ja, ich schalte einfach mal zwischen den beiden hin und her. Und dann würde mich mal deine Meinung interessieren, kommt so ein gesampeltes Piano an dieses custom-made Piano, das wir jetzt hier mikrofoniert haben, kommt das da ran? Ich schalte einfach mal hin und her. Mal hier rein. Thank you.
Was ist dein Urteil? Wie ist der Vergleich für dich ausgefallen? Also ich finde, man muss jetzt der Fairness halber sagen, hier ist natürlich mehr, sind deutlich zu hören, sind mehr Höhen. Die könnte ich jetzt hier noch reinmachen über einen Equalizer irgendwo bei 8K oder so. Aber wenn du mich fragst, meine Meinung ist, in 1000 kalten Wintern kommt dieses gesampelte Piano im Leben nicht an dieses mikrofonierte Piano jetzt hier vom Studio B ran. Also überhaupt gar keine Chance, ja. Auch wenn das sehr, sehr gut gesampelt ist und auch sehr, sehr gut klingt, dieses Piano hier, mir fehlen einfach die mechanischen Geräusche, mechanischen Anschlaggeräusche, die Wärme fehlt, einfach dieses Real-Feel, sage ich mal, dass du wirklich merkst, das ist auch wirklich ein richtiges Piano, das hier so aufgenommen wird. Das kommt einfach durch die Aufnahme, die wir im Studio B gemacht haben, einfach viel, viel besser rüber. Also, ich weiß nicht, das ist meine Meinung, schreib mal bitte deine Meinung unten in die Kommentare. Aber jetzt nach diesem Vergleich nochmal ganz kurz, es hat der Thomas vorhin beim Mikrofonieren gezeigt, die Herausforderung jetzt ist wirklich, dass der Sänger, das wirst du gleich auch nochmal im Video sehen, dass der Sänger live einspielt und dazu auch noch dazu singt. Das heißt, wir haben ja ein dynamisches Mikrofon genommen, was nicht so viel von der Umgebung mit aufnimmt, aber diese Mikrofone haben natürlich alle Übersprechungen untereinander. Das heißt, wenn wir jetzt ein Mikrofon anheben, das Kondensatormikrofon, das am Klavier selber ist, wenn ich dieses Klavier jetzt höher haben möchte, dann hebe ich natürlich auch automatisch die Höhen im Gesang an, durch die Untersprechungen. Und die wahre Kunst ist jetzt, das so zu mischen, dass wir ein sauberes Live-Feeling haben, ohne dass irgendwelche Frequenzen sich hier übereinander, hier um Aufmerksamkeit kämpfen im Mix und dass es nicht irgendwie kreischig klingt oder nicht zu dumpf klingt. Das ist jetzt die wahre Kunst da dran. Und da siehst du auch wieder hier, dass Frequenzen unglaublich wichtig sind. Wenn du dich nicht sicher fühlst mit Frequenzen, dann empfehle ich dir mein PDF 6 Problemfrequenzen. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da zeige ich dir 6 Frequenzen auf, die oft Probleme im Mix machen. So, jetzt aber genug erzählt. Jetzt wollen wir das Komplettpaket nochmal hören. Das komplette Klavier mikrofoniert mit Gesang, wie er live singt. Wir haben bei der Aufnahmesession ein bisschen mitgefilmt. Der Künstler heißt Frido Immer. Ich hoffe, dir gefällt die Aufnahme, wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Lass uns tanzen, wie in Berlin. Als es keinen Morgen mehr gab, als die Sonne nicht mehr für uns schien. Lass uns tanzen, für Freunde und Feind. Sie schauen von oben herab, wenn die Sonne morgen früh für uns scheint. Jetzt liegst du hier und träumst den letzten Schlaf. Mit Geliebten und Fremden zusammen im selben Grab. Die Geschichten dieselben, gemeißelt in Stein. Mögen's andere nicht tun, doch der Himmel, er wird dir verzeihen. Mögen's andere nicht tun, doch der Himmel, er wird dir verzeihen.